Liebe Mitglieder der CAU, die vergangenen Tage waren außergewöhnlich. Wir alle haben sicherlich noch nie eine solche Situation erlebt. Binnen weniger Tage ist das gesamte gesellschaftliche Leben zum Stillstand gekommen. Kindergärten, Schulen und Universitäten werden geschlossen. Beschäftigte werden nach Hause geschickt. Veranstaltungen und Familienfeiern können nicht stattfinden. Kinder sollen keinen Kontakt mehr zu ihren Großeltern haben. Soziale Kontakte sollen so auf ein Mindestmaß reduziert werden. Damit sollen die Verbreitung des neuartigen Virus Covid-19 eingebremst, unser Gesundheitssystem stabilisiert und besonders gefährdete Menschen vor Infektionen geschützt werden. Das alles zu verstehen, ist schwer. Denn wir können die Ursache für diese drastischen Maßnahmen nicht sehen. Die Bedrohung ist für uns unsichtbar und damit abstrakt. Unser Verstand kennt dafür keine Kategorie. Deshalb fällt es nach wie vor vielen Menschen schwer, ihren täglichen Aktionsradius einzuschränken. Doch wir müssen das tun. Die Lage ist ernst. Wir unterstützen die Bemühungen des Landes Schleswig-Holstein, Studierende und Gäste, insbesondere aber auch Sie, die Mitarbeitenden der Universität, vor Ansteckungen zu schützen. Deshalb haben wir bis zum 19. April den Campusbetrieb weitgehend eingestellt. Bereits Anfang März wurde ein Krisenstab eingerichtet. Dieser trifft wichtige Entscheidungen für die Bewältigung der Krise. Das Präsidium tauscht sich außerdem regelmäßig mit den Dekanen über aktuelle Entwicklungen aus. So stellen wir sicher, in jeder Situation sachgerechte Entscheidungen zu fällen. Liebe Studierende, Beschäftigte und Gäste, es ist für uns als Präsidium beeindruckend zu sehen, wie verantwortungsvoll und besonnen Sie alle an Ihrem Platz mit dieser belastenden Situation umgehen. Mein Dank gilt all jenen, die sich Tag und Nacht dafür aufreiben. Das sind sehr viele Stellen dieser Universität. Sie alle zeigen mir, dass die CAU voller Menschen ist, die aus tiefer Überzeugung handeln. Darauf können wir alle sehr stolz sein. Mit dieser Haltung wird es uns sicher gelingen, die Corona-Pandemie gut zu meistern. Ja, diesem Dank der Kanzlerin möchte ich mich ausdrücklich anschließen. Für uns ist es im Moment eine sehr große Herausforderung, natürlich die gesamte Lehre im Sommersemester auf digitale Formate umzustellen. Das ist nicht ganz einfach bei 27.000 Studierenden, ungefähr 1.800 Lehrenden, ungefähr 2.000 Modulen. Ich bin aber sehr, sehr optimistisch, dass wir das hinbekommen werden. Uns schreiben jetzt schon sehr viele Kollegen Ideen und Fragen, die uns helfen, die Vorbereitung besser zu machen. Wir haben ein eigenes Team eingesetzt, was dabei ist, Informationen zusammenzustellen, Links zusammenzustellen. Ab der nächsten Woche werden wir ein komplettes Unterstützungssystem fahren mit Online-Beratung, mit Kursen, mit Schulungen und auch mit der Begleitung von Lehrenden, wenn sie diese Kurse zum ersten Mal aufsetzen. Und wir werden als Präsidium auch nochmal ein durchaus großes Budget in die Hand nehmen. Wir denken so an etwa 2 Millionen Euro im Moment, damit wir eben die Kapazitäten deutlich erhöhen können, was Personal angeht, was Betreuung angeht, was Netzkapazitäten angeht, was Lizenzen angeht, all das, was wir so brauchen. Und das machen wir natürlich in enger Abstimmung mit den Dekanaten, damit das dann auch bei jedem einzelnen Lehrenden und bei jeder einzelnen Lehrenden ankommt. Wenn alle mitmachen, dann sind wir sehr optimistisch, dass das Semester pünktlich starten wird. Es wird anders sein, es werden auch nicht alle Module starten können. Wir wissen auch einfach nicht, was in den nächsten Wochen passiert. Aber unter den jetzigen Bedingungen werden wir zusagen können, dass wir Anfang April beginnen. Liebe Mitglieder der CAU, Sie haben es gehört, die momentane Situation ist sehr ernst. Wir wissen noch nicht, wie lange sie anhalten wird. Je länger die Situation dauert, desto schwieriger wird es für uns alle werden, den Betrieb an der CAU aufrechtzuerhalten. Das muss uns allen klar sein. Sorgen macht uns dabei neben der Betreuung unserer Studierenden aktuell auch die Forschung. Hier steht viel auf dem Spiel. Projekte, Promotionen, Publikationen. Für die Auswirkungen auf die Forschung werden wir eine gemeinsame Strategie entwickeln, wie die Belastungen für alle Beteiligten möglichst gering gehalten werden. Ich gehe davon aus, dass damit verbundene Fragen und Probleme in naher Zukunft Hauptthema vieler Gremien in Politik, Hochschulrektorenkonferenz und von Fördergebern wie der DFG sein werden. Sobald wir mehr dazu erfahren, werden wir Sie umfassend informieren. Neben diesen zugegebenen wichtigen Fragen zur Forschung und Lehre beschäftigen wir uns im Augenblick am meisten die Auswirkungen auf Sie, die Kolleginnen und Kollegen in den Instituten, der Verwaltung oder den Einrichtungen. Ich denke dabei an die tägliche Angst vor Ansteckung von Kolleginnen und Kollegen, die Risikopersonen sind. Oder an unsere Kolleginnen und Kollegen, die Eltern sind. Sie sind gerade doppelt und dreifach gefordert. Bitte
Achten Sie auf sich. Wir müssen jetzt alle aufeinander aufpassen. Es ist unsere Pflicht, persönliche Einschränkungen zu akzeptieren. Die CAU bleibt handlungsfähig und forschungsstark. Wir lassen Sie nicht allein. Bleiben Sie gesund.